Liebe Freunde des Diabetes-Journal, wir haben in den Tagen sehr viele Anfragen, auch von Menschen, die beruflich an der Front stehen. Heute eine Mitarbeiterin, Diabetespatientin aus einer Apotheke. Sehr geehrter Herr Ebert, ich bin eine 43-jährige Typ-1-Diabetikerin, habe seit 33 Jahren Diabetes, war immer gut eingestellt, habe jedoch Spätfolgen an den Augen. Momentan bekomme ich in dieser schwierigen Situation noch eine Pumpe und hoffe, dass die Werte noch besser werden. Meine Frage ist, ob ich mehr gefährdet bin bezüglich Corona. Ich arbeite in einer öffentlichen Apotheke und stehe quasi an der Front. Mein Chef ist nicht gerade verständnisvoll und ich habe einfach Angst und weiß nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, Sie können mir einen Rat geben. Ja, hier haben wir natürlich eine ganz besondere Situation. In der Apotheke sind natürlich die Gefahren noch höher als beispielsweise im Supermarkt. In die Apotheke kommen in der Regel ja Menschen, die auch gesundheitlich vielleicht beeinträchtigt sind oder die Kontakt haben zu Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind. Also insoweit haben wir ein deutlich höheres Ansteckungsrisiko als vielleicht an anderen Arbeitsplätzen. Der Arbeitgeber sollte daher unbedingt, auch um seiner Fürsorgepflicht zu genügen, sicherstellen, dass Ansteckungsgefahren nach Möglichkeit reduziert sind. Er müsste also aus meiner Sicht auf jeden Fall sicherstellen, dass er durch organisatorische Maßnahmen den Kundenkontakt so reduziert, dass das Ansteckungsrisiko auf ein Mindestmaß heruntergefahren wird. Dazu zählt, dass er dafür sorgt, dass nur eine bestimmte Anzahl an Kunden gleichzeitig in der Apotheke sind, dass dann soweit auch das Risiko für die Kunden selber reduziert wird, dass ein entsprechender Abstand zwischen den Kunden und dem Personal in der Apotheke besteht, also dass so ein Mindestabstand eingehalten wird. Man sollte auch darüber nachdenken, einen sogenannten Spritz- und Spuckschutz, will ich jetzt nicht sagen, aber solche Plexiglasscheiben einzurichten, wie es mittlerweile auch in vielen Supermärkten der Fall ist, dass einfach auch durch jemanden, der vielleicht eine besonders nasse Aussprache hat, nichts dann an Sie rüberkommt. Umgekehrt sollen Sie natürlich auch darüber nachdenken, ob eine Ausstattung mit Schutzmasken möglich ist. Handschuhe wären auch zu empfehlen und natürlich regelmäßig zu desinfizieren. Der Arbeitgeber ist übrigens auch zu solchen Maßnahmen verpflichtet, auch wenn Desinfektionsmittel, sofern er es nicht selber herstellen kann, in der Apotheke momentan relativ teuer zu beschaffen sind, muss er trotzdem als Arbeitgeber seiner entsprechenden Fürsorgepflicht genügen. Er muss also sicherstellen, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insoweit auch nicht überhöhten Ansteckungsrisiken auch ausgesetzt werden. Umgekehrt gilt für Sie als Arbeitnehmerin, allein aus Sorge, dass Sie sich anstecken können, dürfen Sie dem Arbeitsplatz nicht fernbleiben. Umgekehrt, wenn der Arbeitgeber aber keinerlei Schutzmaßnahmen einrichtet, Sie möglicherweise komplett auf taube Ohren stoßen und ihm eigentlich ziemlich egal ist, was hier passiert, dann haben Sie unter Umständen ein Recht, dass Sie der Arbeit fernbleiben, weil Sie sagen können, es wäre dann unzumutbar. Aber ich empfehle Ihnen, vor solch einem Schritt dann unbedingt anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil ansonsten ein unerlaubtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz natürlich auch ganz erhebliche Konsequenzen arbeitsrechtlicher Art nach sich ziehen kann.